Also wenn man sich die Bilanz der merkelschen Regierungspolitik anguckt, dann muss man sagen, das ist wirklich schlechte Realsatire. Also die Bilanz von Merkel ist leider nicht Wohlstand für alle, sondern extremer Reichtum für wenige, schlecht bezahlte, unsichere Jobs für viele und mehr Zukunftsangst, mehr Unsicherheit für die große Mehrheit. Es ist auch so, dass Europa wohl in der größten Krise ist, die es je gegeben hat. Sie kennen die Stichworte. Die Finanzkrise ist nicht bewältigt. Der Brexit ist beschlossen. Es gibt ein Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien in Europa. Die Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern ist über 50%. Und all diese Fakten haben sehr viel mit der Politik, die Angela Merkel im letzten Jahrzehnt durchgeführt hat, zu tun. Wir sagen deutlich, Niedriglohn, Leiharbeit, Befristungen, Arbeit in Werkverträgen den Kampf an, damit die Menschen ihre Zukunft wieder ordentlich planen können. Wir brauchen einen armutsfesten Mindestlohn und der muss mindestens 12 Euro betragen. Das ist realistisch und von uns auch durchgerechnet, im Übrigen bestätigt. Drunter reicht es nicht über armutsfeste Renten hinaus. Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Wir wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung, die alle einzahlen, und zwar paritätisch. Und wir wollen ganz klar die Zuzahlung abschaffen. Wir wollen wirklich in die Zukunft investieren. Die Linke fordert ein Investitionsprogramm von 100 Milliarden Euro im Jahr. Das Land ist dann stark, wenn das gesellschaftliche Fundament stabil ist, wenn Bildung, Erziehung, Gesundheit funktionieren, wenn die öffentliche Infrastruktur funktioniert, wenn es nicht in die Schulen reinregnet und nicht der Kalk von den Decken der Turnhallen bröckelt. In der internationalen Politik lautet unser Motto Abrüsten und Fluchtursachen bekämpfen. Wenn es darum geht, konsequent Nein zu Krieg zu sagen, ist auf uns als Linke Verlass. Wir sagen auch, Fluchtursachen bekämpfen heißt zum einen für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung zu streiten und ganz klar Waffenexporte zu verbieten, zuallererst natürlich in Krisengebiete. Ich glaube, dass die Linke die Chance hat, einen Beitrag zu einem Politikwechsel zu leisten, egal in welcher Konstellation. Denn eines ist völlig klar, in diesem Wahlkampf kämpfen wir für die Linke und für nichts anderes. Ganz viele sehen doch, die Politik richtet sich gegen die sozialen Interessen der Mehrheit der Menschen. Und deswegen möchten wir, dass diese Menschen, die unzufrieden sind, die ihren Protest artikulieren wollen, die wollen wir erreichen in diesem Wahlkampf. Da sind, denke ich, auch sehr gute Wahlergebnisse für uns denkbar, deutlich im zweistelligen Bereich. Das ist auch unser Wahlziel. Es gibt in dieser Gesellschaft Kräfte, die auf ein neoliberales Weiter-so, eine Art Verwalten der Probleme setzen. Und es gibt Kräfte, die auf eine klare Rechtsverschiebung, womöglich in Form eines autoritär-nationalistischen Neoliberalismus hinarbeiten. Wir als Linke sagen, beides muss verhindert werden. Wir stehen für eine wirkliche Alternative und das heißt ein Bruch mit dem Bestehenden, also mit dem Neoliberalismus und den Aufbruch in eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.